Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es mal wieder einen Motovlog nach etwas längerer Zeit. Bevor ich aber mit diesem Motovlog starte, muss ich ganz, ganz dringend meinen Helm putzen, weil ich hatte gestern eine kleine Motorradtour mit einem Kollegen. Eigentlich wollte ich das alles filmen, beziehungsweise so einen kleinen Motovlog machen, weil wir eine Tour gemacht haben und da war ein kleines Motorradtreffen. Wir sind ungefähr 300 Kilometer gefahren und da dachte ich mir, bei der ersten langen Fahrt will ich mich einfach mal drauf konzentrieren, wie fährt die sich in den Kurven, wie ist die überhaupt auf Langstrecken, wie lange kann ich drauf sitzen, tut mir irgendwas weh und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, vom Feeling her tausendmal geiler als meine alte Suzuki, keine Frage. Beim Sitzen habe ich dann gemerkt, nach 1,5 Stunden ist eigentlich Schluss, also da muss ich eine kurze Pause machen, weil der Sitz dann extrem hart wird, obwohl ich den Powerpad-Sitz schon drauf habe. Aber ich muss sagen, sie hat sich gut geschlagen, ich habe mich gut geschlagen. Es war gestern so ein Bombenwetter und heute schon wieder. Wir haben im April, Leute, wir haben im April fast 25 Grad. Ich glaube, letztes Jahr hat es noch an Ostern geschneit. Total crazy. Ich weiß ja nicht, wie ist das Wetter bei euch? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich putze jetzt meinen Helm, weil ich muss die 50 Millionen Fliegen da mal entfernen, weil sonst sehe ich gar nichts mehr. So, ich befinde mich jetzt in der Küche. Ich habe hier meinen stinknormalen Helm, den kennt ihr ja schon. Und hier kann man es sehen. Millionen Fliegen, Scheiße und Fliegen, was weiß ich, sind dagegen geflogen. Ich habe gemerkt, bei längeren Touren nehme ich mir jetzt immer ein paar Tempos mit oder irgendwelche Tücher zum Abwischen, weil nach 2 Stunden Fahrt auf Landstraßen und Waldstrecken und sowas muss man einfach den Helm wieder ab und zu putzen, weil, wie gesagt, ich habe gestern nichts mehr gesehen, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Ja, ich würde sagen, ich mache den jetzt kurz sauber, schwinge mich auf mein Moped und dann quatschen wir ein bisschen über Studio, wie es da weitergeht und ballern kurz durch die City und genau, let's go. Ach ja, Leute, bevor ich es vergesse, ein neues Video ist in 5 Minuten auf meinem Kanal, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, ist schon wieder ein Tag vorbei. Das heißt, checkt gerne dieses Video ab. Es geht um meinen DJ-Tisch. Er ist endlich fertig. Gönnt euch das Video. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Und jetzt würde ich sagen, ich gehe raus, hau mich aufs Moped und düse eine Runde. 2000 Jahre später. So Leute, ich bin jetzt in der Tiefgarage und dachte, ich fange jetzt den Vlog hier an. Erstmal ein paar Insta-Stories. Könnt ihr mir gerne mal folgen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Speichern wir uns ab für später. Ich muss sagen, die Felgen, die sind ganz schön dreckig von der Fahrt, von der gestrigen Tour. Aber ich schwinge mich jetzt drauf und wir fahren eine Runde. So. Ah. Alter, das mit den neuen Spiegeln ist so geil. Das Einzige ist, ich sehe manchmal hier nicht genau nach hinten, weil meistens immer mein Pulli hier im Weg ist. Aber geht schon klar. Vielleicht tue ich mir die auch noch nach unten setzen. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt. Ich bin schon ganz außer Atem. Ja. Und ich düse jetzt mal ein bisschen durch die City. Muss ich sie hier einmal brettern lassen. Zweiter Gang. Ja. Und es ist so Bombenwetter, Leute. Also ich fahre jetzt wieder nur im Hoodie. Habe jetzt leider keine Schutzkleidung an. Deswegen düse ich auch nur durch die Stadt ein bisschen. Ja. Und ich hoffe, ihr habt das Video von meinem Studio gesehen. Wenn nicht, schaut es euch gerne an, mein DJ-Tisch ist fertig geworden. Mega, mega geil. Also nochmal Props gehen an dich raus, Bro. Danke Flo, dass wir das im Urlaub geschafft haben. Jetzt noch ein bisschen Wetter genießen, bisschen rumfahren. Meine Uhr ist immer noch nicht eingestellt. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Muss ich mal im Handbuch nachschauen. Und ich hoffe, dass der Sound wieder über die GoPro einigermaßen rüberkommt. Weil dieser Auspuff so pervers ist. Apropos, gestern war ich mit dem Kollegen Silbensteinspeicher.
Vielleicht kennt ihr ja der ein oder andere, das ist eigentlich so die perfekte Motorradstrecke. Da war auch gestern Motorradtreffen. Und wir sind spontan hingefahren, um 11 Uhr ging das los. Also 11 Uhr vormittags. Wir sind, wann waren wir dort? Ich glaube 15 Uhr und es war immer noch rappelvoll. Sogar die Grenzgänger waren am Start. Haben ein paar Wheelies gezogen. Und das wird jetzt auch meine nächste Mission sein. Ein paar Wheelies ziehen, obwohl ich mich irgendwie noch nicht so trau, weil wenn die mir einmal runterfliegt, was heißt runterfliegt, wenn die mir einmal umfliegt, dann habe ich die Arschkarte. Ja, ich weiß nicht, wie ist das Wetter bei euch? Bei uns sind es, ich glaube, immer noch 25 Grad und das im April. Echt absolut krank. Ich hätte so Bock, da jetzt einfach geradeaus zu fahren durch die City, ein bisschen ballern. Aber wenn ich das mache, dann habe ich ein paar Probleme. Es ist so angenehm, Leute. Es ist so geil zum Fahren. Ich habe mir schon überlegt, ob ich im T-Shirt fahren soll, aber das wäre ein bisschen zu crazy. Hoodie ist halt am Start, aber ohne Schutz. Sogar nur Sneakers an. Eigentlich total dämlich. Aber wenn ich jetzt mal so nachdenke, um die gleiche Zeit letztes Jahr hat es bei uns, soweit ich das noch weiß, übelst geschneit. Beziehungsweise waren es auf jeden Fall noch unter 10 Grad. Und jetzt einfach 25 Grad. Alter, ich glaube, das wird so ein heftig brutaler Sommer. Der wird so einfach so, ich denke mal so 40 Grad oder so. Weil wenn es jetzt schon, über 20 hat, wie wird es dann im Juli oder im August? Auf jeden Fall nochmal zurück zum Thema, was ich ja ganz am Anfang angesprochen habe. Wie war die erste Fahrt, beziehungsweise die erste lange Fahrt mit der Supermoto? Es war geil, es war außergewöhnlich. So kannte ich das noch nie, auf so einem Moped so lang zu sitzen. Auf meinem alten Naked Bike saß ich halt ziemlich tief und eigentlich auch ziemlich bequem. Bloß das hier ist natürlich ganz was anderes. Man sitzt hier wie auf dem Fahrrad drauf. Coffee Race, geil. Man sitzt halt wie auf dem Fahrrad drauf. Es ist echt angenehm. Man hat wirklich immer Bock, ein Wheelie zu machen, obwohl ich es nicht mal kann, aber trotzdem will man das unbedingt machen. Also so geht es mir immer. Das Einzige, was ich gemerkt habe, obwohl ich einen, obwohl ich einen Powerpart-Sitz drauf habe, muss ich sagen, ist der zum Original natürlich tausendmal geiler. Viel angenehmer zum Sitzen. Bloß nach 1,5 Stunden habe ich einfach gemerkt, dass mir der Arsch brennt. Weil, ja, da wurde es ein bisschen ungemütlich. Ich glaube, die Supermoto-Fahrer unter euch, die wissen, was ich damit meine. Also 1,5 Stunden, sagen wir mal 2 Stunden geht voll klar. Das Gute ist, man macht ja eigentlich, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, immer so nach 1,5 Stunden, 2 Stunden eine kurze Pause, was trinken, vielleicht kurz was snacken. So. Ich werde verfolgt von einer unbekannten Maschine. Das ist wahrscheinlich der Ghost Rider. Nee, jetzt nochmal zurück zum Studio. Ich weiß nicht, was sagt ihr zu dem DJ-Tisch? Findet ihr den geil? Oder hätte ich mir doch lieber einkaufen sollen? Oder hätte ich den Tisch einfach lassen sollen? Obwohl, nee, lassen hätte ich ihn auf keinen Fall, weil der war schon mega ätzend. Allein, dass ich immer auf meinem DJ-Controller-Karton aufgelegt habe, war schon ätzend genug. Also ich persönlich finde ihn richtig geil. Jetzt wollte ich halt noch was mit meinem Producer-Tisch machen, also mit dem Studio-Tisch selber. Ich muss aufpassen, wie schnell ich fahre. Es ist so krass, man ist immer so schnell auf 70. Der Tisch, ja, ich habe mir überlegt, ob ich mir einen kaufen soll, aber ganz ehrlich, Leute, 980 Euro für einen Tisch, obwohl ich ja schon einen habe. Ich glaube, ich werde es nicht machen. Keine Ahnung, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben oder vielleicht kennt ja einer eine Alternative, was ich nehmen kann. Ich habe mir auch schon überlegt, einfach so einen, ja, stinknormalen Bürotisch von der Länge,
ja, 2 Meter oder so. Das heißt, weiter rechts kann ich. Ja, überhol mich. Oida, nice. Wieder Coffee Race. Da fahren alle drauf ab gerade. Jeder kauft sich sowas. Ich bleib meiner Supermoto treu. Nee, auf jeden Fall werde ich mir wahrscheinlich echt keinen Tisch holen. Weil mir das einfach zu teuer ist. Und warum soll ich mir was kaufen, wenn ich schon was habe? Also ich kann ja den Tisch upgraden, wie ich ja schon mal in dem letzten Video gesagt habe. Das heißt, irgendwie eine Platte dran bauen oder eine Erhöhung dran bauen oder irgendwas anders machen. Auf jeden Fall will ich das Geld nicht in sowas investieren, obwohl es schon geil wäre. Aber lieber investiere ich das sinnvoller, was ich zum Beispiel noch nicht habe, wie eine spezielle Box oder so. Motorradtreffen wieder. Ich sage, perfektes Wetter. Nee, ich werde mir wahrscheinlich irgendwas anders holen. Ich habe eigentlich schon alles. Ich habe mir eine Drohne gekauft. Ich habe eine neue Kamera, wo ich eigentlich nicht so zufrieden bin. Die Videos sind schon geil. Also mit der Sony-Kamera. Aber mit der Qualität vom Mikrofon, weil die hat ein eingebautes Mikrofon, bin ich jetzt nicht so zufrieden. Da finde ich externe Mikrofone immer schon, finde ich immer einen Ticken geiler. Jetzt muss ich überhaupt schauen, wo ich lang fahre. Ich fahre einfach mal geradeaus. Und ja, was habe ich noch? Ich habe ein MacBook, wo ich die Videos schneiden kann. Ich habe ein Motorrad, was ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Mein Traumbike. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Was will ich eigentlich mehr? Deswegen werde ich das Geld nicht in den neuen Tisch investieren, sondern, keine Ahnung, vielleicht Ersatzteile oder so weiter oder mal für einen fetten Urlaub. Da werden jetzt auch bald geile Videos kommen, weil ich bald in den Urlaub fliege. Wohin, will ich noch nicht verraten, obwohl es jetzt auch nicht so spannend ist. Aber ja, ich werde auf jeden Fall da ein bisschen vloggen. Ich werde mit dem Flo in Urlaub fahren. So viel steht schon fest. Aber wohin sind wir uns zwar sicher, obwohl wir haben ja ein paar Länder mal rausgesucht, wo wir hinfliegen könnten. Also wir werden auf jeden Fall fliegen. Aber wohin ist halt noch die Frage. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn wir in Urlaub fahren. Genau. Ansonsten, was gibt's noch? Ideen zum Studio, Umbau. Könntest du mir echt jederzeit schreiben. Es hat nämlich schon wieder ein Zuschauer mir auf Instagram geschrieben, du kannst das und das machen. Mega geil. Leute, wirklich, ihr könnt mir echt Vorschläge schicken, weil ich bin nicht so kreativ wie manch andere. Oh, dieser Auspuff. Und deswegen würde ich mich echt über zahlreiche Nachrichten freuen. Schöne Harley. Uralte BMW. Nee, aber schreibt mir gern mal ein paar Ideen rein. Oder schickt mir irgendwelche Links von irgendwelchen Produkten oder so. Keine Ahnung. Und jetzt lassen wir mal kurz ballern. Einmal kurz. Woo! So geil. So, jetzt bin ich wieder in der City. Ich sage ja, bei uns ist es immer so, man fährt 5 Minuten, dann ist man wieder Landstraße, dann wieder in der Stadt. Ich glaube, ich beende das Video jetzt, sonst wird es noch langweiliger. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Mal wieder ein kleiner Motorvlog. Wenn ja, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Ihr könnt es mir auch gerne mal schreiben, ob euch so ein Format auch gefällt, wenn ich einfach mal ein bisschen spontan mit euch quatsche, weil ich habe jetzt nichts vorbereitet, über was ich jetzt genau reden will. Klar, ein bisschen über Studio oder so. Aber wenn es euch gefällt, wie gesagt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, in diesem Sinne, genießt das Wetter, geht raus, unternimmt was mit Freunden. Ich werde jetzt noch ein bisschen düsen und melde mich dann beim nächsten Video bei euch. Also Leute, haut rein, bis dann, ciao.